Moin Moin und willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Hier ist der Angelus. So, und ich habe in der letzten Folge ja die Masako-Quest abgeschlossen, aber habe mich da geehrt. Es geht weiter noch in diesem Bereich hier mit ihr. Anders als bei Ishikawa hat sie hier unten auch noch ihr Teil 8 von 9. Die Verschwörung. Dann machen wir damit einfach gleich mal weiter. Ist auch nicht mehr so weit weg. Ich stehe hier immer noch an dem Ort, wo wir die Dieben gehen lassen haben. Und 170 Meter da hinten geht es dann auch schon wieder weiter mit der heutigen Folge von Ghost of Tsushima. Schön, dass ihr dabei seid. Also, Fürstin Masako, die Quest Teil 3 hintereinander dann gleich. Letzte Folge gab es 2 und jetzt machen wir damit weiter. Mal gucken, wo dann ihr Part 9 ist. Ob der auch noch hier ist. Oder ob sie dann oben im Norden noch eine Geschichte hat. Na, hier am Feuer. 50 Meter, da ist ihr Pferd, ne? Ja. Wo ist Junshin? Fürstin Masako! Sprecht, Mönch! Bitte hört auf! Wo ist Junshin? Der Mönch Junshin? Sie ist mal wieder sowas von aufgebracht. Man Masako, hört sie. Was tut ihr da? Diesem Mönch das Sprechen beibringen. Mein Herr, helft mir! Masako, überlass das mir. Gut. Aber wenn er bei euch nicht redet, bei mir wird das. Aha. Wie viele Gräber hier sind? Sie haben ja viele, viele Leute von der Schlacht begraben, glaube ich. Jetzt suchen wir also den Mönch, Junshin. Ich dachte, sie würde mich töten. Euch wird nichts geschehen. Was wisst ihr über Junshin? Junshin half den Überlebenden am Rotlaubtempel. Doch die Mongolen plünderten ihn. Dann ist er in Gefahr. Wir werden ihn finden. Okay. Sprich mit Masako. Hat sie sich wieder etwas beruhigt? Sieht nicht so aus. Was wollt ihr von Junshin? Er ließ meine Familie ermorden. Der Mönch? Er rettete Flüchtlinge. Er stand nicht auf der Liste, die wir fanden. Er bekam im Tempel eine Nachricht. Sie war identisch mit der, die die Verschwörer bei sich hatten. Junshin sollte Vorräte für seine Flüchtlingslager erhalten. Im Gegenzug sollte er ihnen meinen Aufenthaltsort preisgeben. Das war nur ein Angebot. Es beweist nichts. Es beweist, dass er mit dem Mörder meiner Familie in Kontakt stand. Wir gehen dem auf den Grund. Wir reden mit Junshin. Das kommt überraschend. Ihr habt mein Wort. Man sah ihn am Rotlaubtempel. Wie hat sie denn diese Nachricht dann schon wieder abfangen können? Oder wie hat sie das herausgekriegt? Was für eine Verschwörung! Beim wahrsten Sinne des Wortes, okay. Dann los. Wartet auf mich. Macht schnell. Ja, ja, mein Pferd ist ja schon da. Rotlaubtempel. Hey, könnte irgendwo im Herbstgebiet sein, oder? Ey, ey, ich häng fest am Stein. Also reiten wir mal wieder geschwind durchs Grasland. Wenn wir den Mönch finden, kümmere ich mich um ihn. Wie immer. Vergesst nicht, wir wollten mit ihm reden. Die Mörder meiner Familie redeten mit ihren Schwertern. Masako. Ihr tötet Junshin nicht, bevor feststeht, dass er schuldig ist. Euer Vater wurde ermordet. Habt ihr mit dem Mörder geredet? Nein. Fürst Shimura hat ihn aufgespürt und ihm den Kopf abgeschlagen. Ihr hattet eure Rache, Jin. Steht also meiner nicht im Weg. Wenn Shimura das war, hatte er doch nicht seine Rache gehabt. Oh, was ist hier los? Okay. Alles voller Blut hier. Kommen die vom Tempel? Alter, was geht denn da ab? Da, okay, das sind Mongolen. Genug! Bastarde, das büßt ihr! Sind weg. Noch einer. Okay, den habe ich auch erwischt. Sie haben sie auf Tempelgelände ermordet. Wir müssen Junshin finden. Hier lang. Den Mongolen ist es auch egal, ob das hier Tempelgelände ist. Für den ist es kein heiliger Boden. Der Tempel ist nah. Und der Mönch auch. Wow. Was ein schöner Eingang. Bisschen rotes Laub ist ja dabei. Runter.
Okay. Die erledigen wir. Nein, wir schlagen leise zu. Jen! Sie könnten den Mönch töten. Na gut. Ich nehme ein, ihr den anderen. Okay. Klingt nach einem Plan. Wann hat er nicht mehr? Ich nehme die Ausgänge. Holt ihr den Mönch. Bitte. Aha. Soll ich reingehen? Betritt den Rotlaubtempel. Ja. Warte mal, ist da vielleicht noch eine andere Tür, wo ich reinmeucheln kann? Dass da einer vor der Tür steht, so wie hier? Ja, das sieht doch gut aus. Ja, schade, geht nicht. Was? Ding dong dat? So, erstmal Türen aufmachen hier. Der hat gar nichts mitgekriegt. Ich muss Yun-Shin retten. Okay, die wurden ausgeschaltet. Ich glaube, Masako wird den gleich sowieso, glaube ich, abschlachten. Ne? Aha, sag ich doch. Masako! Zur Seite, Jin. Er verriet meine Familie. Lauft! Was? Wenn wir kämpfen, siegen die Mongolen. Ach nee, wir kämpfen doch jetzt nicht gegen Masako. Sie haben schon gewonnen. Was geht denn jetzt? Wir hätten auch mit dem Mönch noch reden können. What? Da verstehe ich also auch gerade Jin nicht, dass er den Mönch einfach gehen lässt. Einfach versuchen, Informationen aus ihm rauszukriegen. Dann hätten wir die Wahrheit bestimmt erfahren, ey. Wir müssen doch jetzt nicht kämpfen. Gebt mir den Mönch. Nein. Och, Mann. Auch wenn es wunderschön aussieht, ist es kein Kampf, den ich führen möchte. Ihr verteidigt einen Mörder! Wir wollten mit ihm reden. Reden ist nutzlos. Ihr gabt euer Wort. Ich gab mein Wort meiner Familie. Okay, danke schön. Das ist eure eigene Schuld. Die geht echt aufs Ganze. Die geht echt aufs Ganze, ey. Das ist doch nur Part 8 von 9. Was ist denn dann der Abschluss von ihrer Geschichte? Ihr wart eine Freundin. Gebt mir den Mönch. Nein. Soll das einfach nur diese ganze Questreihe von ihr zeigen? Wie sehr Rache ein Menschen einnehmen kann? Wow. Das hatten wir doch erst bei Last of Us. Ihr verteidigt einen Mörder. Wir wollten mit ihm reden. Reden ist... Ihr habt euer Wort. Ich hab mein Wort meiner Familie. Was für Kombos ihr raushaut. Hört ihr sie kommen? Sie sind der Feind. Ja, lass gegen die kämpfen. Och, jetzt hat er mich schon wieder. Es hätte nicht so enden müssen. Da kommen Pferde, Mensch. Boah, wow, jetzt brenne ich auch noch, weil da die Pferde ankommen und noch Brandpfeile geschossen haben. Was ein Ende, ey. Ihr wart eine Freundin. Gebt mir den Mönch. Nein. Boah. Boah, diese Kombo, ey. Die ist hart. Ihr verteidigt einen Mörder. Wir wollten mit ihm reden. Reden ist nutzlos. Ihr gabt euer Wort. Ich gab mein Wort meiner Familie. Boah.
Jawohl. Komm schon. Hört ihr sie kommen? Sie sind der Feind. Da kommen die Pfeile. Okay, aber wir müssen sie nicht töten. Nimm das Schwert und dann verbündet euch gegen die Feinde. Komm schon. Jawohl. Das gefällt mir besser. Willst du mal dreimal stechen, ey, und die fallen immer schon nach dem ersten Schlag um. Ah, blöde Bombe, ey. Ah, den mach ich auch so weg. Hey, was bist du denn hier? Alter, wie viele das sind. Einer wollte weglaufen. Boah, was ein Kampf. Oder eine Episode. Wort. Beim Anblick von Junshin sah ich nur meine toten Enkel vor mir. Ihre vom Tod entstellten Gesichter. Und ihr habt ihn beschützt, Sakai. Da wolltet ihr mich töten? Habt ihr euren Verstand verloren? Ich habe alles verloren. Nein, ihr habt alles geopfert. Aus Rache. Und was empfindet ihr, wenn ihr an Ryozo denkt? Der Zorn darf uns nicht verzehren. Nicht blind machen für unsere Freunde. Ihr vertraut mir noch. Junshin kommt nicht weit. Wir spüren ihn auf. Masako. Versucht nie wieder, mich zu töten. Werde ich nicht. Versprochen. Okay. Sucht seine Spuren. Okay. Ganz schön was los, ey. Eine Haftbombe. Hier. Der wollte weglaufen. Der hat es nur bis hierhin geschafft. Kehre zum Rotlaubtempel zurück. Jo. Mehr gibt's hier leider nicht zu finden. Also alles voll. Jin, hier drüben. Sieht cool aus. Ich wollte nicht flöten. Ich wollte mich verbeugen eigentlich. So. Ich komme. Wow, dieser rote Baum, ey. Für einen Duellort hier natürlich auch wieder wunderschön gewesen. Aber da will ich nicht unbedingt gegen sie kämpfen müssen. So. Verfolge Junshin. Er ist wohl in den Wald gelaufen. Wenn wir Junshin finden, sollte ich zuerst mit ihm reden. Ihr vertraut mir also nicht. Wie dem auch sei, Junshin tut es nicht. Und er muss reden. Ihr habt recht. Doch vergesst nicht, Jin. Zum Reden braucht er nur seine Zunge. Ja. Da ist er schon. Da ist auch nicht so weit bitte gekommen. Tötet mich nicht!
Wer flüttet denn hier? Ich weiß nicht. Wer bot euch Vorräte für Informationen über Masako? Sie nannte sich Fürstin Hana. Lügner! Masako wartet. Wer ist Fürstin Hana? Meine Schwester. Schwester? Sie wurde mit dem Rest meiner Familie massakriert. Sie besuchte mich vor 2 Nächten. Trug einen purpurnen Kimono mit goldener Schärpe. Ich weiß noch, sie roch nach Chrysanthemen. Nein. Nein. Ich erzählte ihr gar nichts über euch. Ich schwöre es. Verschwindet. Ihre Schwester also. Meine Schwester lebt. Sie ermordete die Kinder. Warum sollte sie euren Clan zerstören? Ich weiß es nicht. Aber ich werde sie finden. Ihr müsst das nicht allein tun. Trefft mich in Kamiyagata. Eieiei. Das war eine ganz schön emotionale Folge, ey, mit Masako. Das war die Verschwörung. Ihre Schwester steckt hinter all dem. Ist also kein anderer Samurai-Fürst oder so, sondern ihre Schwester. Talisman der zweifachen Zerstörung. Habe ich auch schon vorher gehabt. Ja. Jahreszeiten des Krieges. Clan-Rüstungsfarbe. Ah, für ihre Rüstung. So sieht sie jetzt aus. Ja, ganz nett. Schwarze Farbe gab es für die Samurai-Clan-Rüstung, also für die Adachi-Rüstung hier gab es leider nicht. Das hier, halt, es gibt die in Gelb. Dann jetzt neu hier diese Herbstfarben. Die sind auch ganz. Es geht. Finde ich nicht so schlecht. Dann hier die traditionellen Adachi-Farben. Und das, mit dem ich früher mal hier länger im Spiel schon rumgelaufen bin. Aber schwarz gab es für die Rüstung leider nicht zu kaufen. Aber ich habe ja hier noch die Gosakus-Rüstung und die sah nicht ganz gut. So, das war also hier der schöne Kampf unter dem roten Laub. Mal gucken, wo jetzt Masako weitergeht. Ich denke jetzt, der 9. Part ist dann, denke ich mal, im Norden. Ja, der ist nicht mehr hier. Okay, dann hatte sie also 8 Parts hier unten. Der Abschluss fehlt dann noch, ihre Schwester. Puh, aber mussten wir sie gegen sie kämpfen, ey. Wer hätte damit gerechnet? So, wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Kann ich nochmal einen Schrein machen? Zum Beispiel hier habe ich noch einen. Den Nebelklippenschrein. Hier wäre auch noch einer. Schrein am Schildkrötenfels. Und hier auch noch ein Haiku. Dann gehe ich doch jetzt mal dahin. Da sind 2 Sachen. Können wir noch schon einen schnellen Text verfassen? Und dann gucken wir mal, was der Schrein so hergibt. Wieder ein Wasserfall mit einer wunderschönen Aussicht. Oh, es ist hell geworden. Über Erhaltung sinnieren. Okay. Festung der Stärke. Beständig und stark. Blicke von oben. Blicke von oben herab finde ich nicht gut. Enthüllt innere Schwäche. Reise ins Unbekannte. Mit Schutz sicher und gewiss. Das war's, der Wasserfall hier. Hinzu auf das Ziel. Am Scheitern vorbei. Und ganz oben jetzt? Ja. Zukunft betrachtend. Beständig und stark. Mit Schutz sicher und gewiss. Zukunft betrachtend. Wie der Wasserfall da aus diesem Bäumegang kommt. Okay. Stirnband der Erhaltung. Alles so schwarz-weiß jetzt hier, ne? Irgendwie. Ist auch nicht schlecht. Aber ich behalte das, was ich jetzt im Moment trage, mit dem
Sakai-Zeichen. Schön, dass es hell geworden ist jetzt hier, wo ich den, wo ich das Haiku geschrieben habe, den Haiku. Das ist aber eine geile Brücke, oder? Da hinten ist das Herbstgebiet, glaube ich, der Norden. Ich gehe mal darüber. Hey. Hier ist nämlich der Eingang zum Schrein. Und noch ein Vogel. Wo willst du mich hinbringen? Wenn es weiter darunter geht, ey. Der Weg hier ist nicht so schön. Ich wollte dem Schrein machen, ich kann nicht runter ins Tal. Also weiter runter gehe ich nicht. Nee, ich komme später zurück, Vogel. Das ist mir jetzt ein bisschen zu weit. Ja, der Schreineingang ist hier. Da muss ich hier lang. Schildkrötenfelsen. Und das bei diesem schönen Wetter. Aber das Haiku-Schreiben hat die Tageszeit auch wieder umgestellt, ne? Habt ihr gemerkt? Das war stockdunkel, dann drücke ich rauf zum Haiku-Schreiben und es ist wieder Tag. Eigentlich ist es da doch ein bisschen zeitlich gebunden. Sieht aber auch schöner aus, wenn du da den Text schreibst. An dem Wasserfall, wenn die Sonne scheint. Nur das Meer da vorne. Ich glaube, das ist fast so der höchste Ort hier im Spiel. Satsuki! Oh, nicht anbrennen! Hier oben ist ein See. Ich wollte zum Schrein. Bin ich hier noch richtig? Da, ja. Da ist ein Tor. Da oben. So, ich glaube, da bin ich nochmal weggekommen. Schrein am Schildkrötenfels. Jetzt bin ich da. Oh, guck da, das ganze Herbstlaubgebiet. Und da ist die Shimura-Festung. So, wo geht's denn hier los? Ich glaube, ich muss da rechte Seite rumschwingen, oder? Da sind auf jeden Fall so Baumstämme, da oben auch. Da ist ein Seil zum Langbalancieren. Ich glaube mal, hier wird leicht der zerstörte Weg sein, oder? Muss ja immer erstmal den Anfang finden von solchen Schreien, wie immer. Oh, hier kann ich auch schön rüber. Ah, er geht wieder nicht rauf. Ein kleiner Hüpfer. Geht. Und jetzt da lang? Ich hoffe, ich bin hier richtig. Na, guck mal, da unten ist auch nochmal so ein Eingang. Also mehrere Wege, die hier zum Schrein hingeführt haben. Eine Blume. Au. Nicht viel Platz da, wo die Blume ist, ey, zum drauf landen. Nicht auf der anderen Seite wieder runter. Was ist denn das da noch? Da gibt's Lootkram. Noch ein Haus. Ich glaube, das ist fast mit so der höchste Berg im Spiel. Ey. Wobei, der da ist noch höher. Der Schildkrötenfelsen. Muten Roshi also. Hier hin? Ah, jetzt kommt dann gleich das Seil, was ich schon von unten gesehen habe, ne? Ja. Genau das hier. Bin drauf. Da unten nervt der Vogel schon wieder rum. Vogel, ich mach deine Sache, wenn ich mit dem Schrein fertig bin. Warte mal, da runter. Ich muss runter, ne? Ja. Noch das Holz mitnehmen. Ui, wie eine Slackline hier, ne? Wow. Vorräte mitnehmen. Holz. So, wie komme ich jetzt weiter hoch? Da kann man klettern. Ist mal wieder ein sehr abenteuerlicher Weg, aber schön. Hm.
Ja, Vogel doch. Ich hab dich schon vorhin gesehen. Da lang. Nach oben? Ja. Alter, ist das schön! Krass. Ah, guck mal, da ist der alte Teil der Insel, ne? Oder ist das der Norden? Weiß ich nicht, nee. Aber warum brennt da noch Feuer? Den haben wir doch komplett befreit. Wenn das die Richtung ist. Da ist dieser schmale Engpass-Dings und da ist auch das Sumpfland. Komisch, dass da hinten noch schwarzer Rauch ist. Was? Nicht runterfallen. Da siehst du einfach die ganze Spielwelt von hier oben. Oh, das war cool. Okay, darüber. Oh, das war weit. Jetzt darüber wieder rüber. Noch mehr Bäume. Oh Gott. Das hat ja gar kein Ende hier. Ah, ich glaube, ich bin da. Ich glaube, ich bin da. Ja. Schreine reicht. Mal kurz gucken, ob hinterm Haus noch was liegt. Nee. Nur der Vogel, der hier die ganze Zeit rumflattert. Schnappen wir uns den Talisman. Nice. Richtig schön weit oben, ey. Talisman von Horino Mikoto. Des Jagd-Kamis. Bleib unentdeckt, wenn du Gegner aus dem Gras heraus ermordest. Ach, cool. Nicht so schlecht. Solange man im Gras ist, bist du immer unsichtbar. Okay. Ja. Wenn man genau hier steht, können wir jetzt sehen, was wir alles im Spiel schon gemacht habe. Nämlich hier die ganzen Gebiete, da hier müsste die Omugi-Bucht sein. Dann ist hier dieses ganze Sumpflandgebiet. Hier ist das Grasland da unten, sieht man schön an den weißen Blumen. Und da ist dann die Komoda-Festung. Oder wie sie hieß. Und da hinten haben wir angefangen. Das ist der südliche Teil der Insel, der befreit wurde. Mega. Und jetzt geht die Sonne unter. Zieht euch das rein. Hatten wir also noch genug Licht, um diesen Schrein vollkommen zu erkunden. Und das sah einfach super aus. Toll. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Am Ende nochmal ja, eine schöne Landschaft zu sehen. Nach der ganzen Drama-Aktion mit Masako. Mal gucken, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao.